Viertelmondmorde, The Quarter Moon Murders. Well done, lads. You did well with the Summers case. But we have a problem. The examiner received a new letter today. Do you mind if I take a look, Ray? Go right ahead. They've both been rinsed in gasoline like the previous letters, so I can't lift a print. Ja, und damit herzlich willkommen wieder einmal zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Eleanor. Und wir haben hier etwas bekommen. Also wir sind hier direkt ohne großes Intro direkt im Fall drinnen und haben ein paar Briefe bekommen, besser gesagt der Examiner, also die Zeitung, hat ein paar Briefe bekommen. Oder? Müsste, glaube ich, die Zeitung sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nun ja, wir haben auf jeden Fall etwas bekommen. Also was haben wir hier? Wieder bekannt wie die hier. No one else but the killer knew about this message. Mhm, genau. Das ist nämlich ein Problem. Keiner wusste wirklich, also in der Zeitung stand auf jeden Fall der Inhalt dieser Nachricht nicht. Und das war, glaube ich, auf zwei Opfern, die wir bis jetzt im Morddezernat bearbeitet haben. In zwei Fällen. Auf die Opfer mit Lippenstift geschrieben. Das ist schon mal, puh, schwierig. Das Problem ist, wir haben für jedes dieser Opfer, also für jedes dieser Opfer haben wir einen Täter gefunden, der, also jemand, der sehr guter Täter sein könnte und der allen Beweisen nach der Täter ist. Aber das scheint nicht so zu sein, denn hier, wie gesagt, zwei Opfer hatten dieses Cunt-BD als Nachricht. Was haben wir hier? Die poetischen Werke von Percy Bysshe Shelley. To suffer whose which hope thinks infinite, to forgive wrongs darker than death or night, to defy power which seems omnipotent, to love and bear, to hope till hope creates. From its own wreck, the thing it contemplates, neither to change, nor falter, nor repent. This, like thy glory, Titan, suffer woes is to be. Which hope thinks infinite, to forgive wrongs darker than death or night. Good, great and joyous, beautiful and free, this is alone life, joy, empire and victory. Tja. Ein weiteres Gedicht von Shelley, besser gesagt, hier hat er jetzt den ganzen Gedichtband mitgeschrieben. Ja, es gab ja schon mal eine Nachricht. Mit dem gleichen Wortlaut, also auch Can't Be D. Find Me oder was auch immer. Sowas in der Richtung gab's, hatten wir ja schon mal während einem Fall eine Nachricht bekommen. Und da war auch ein Gedicht von Shelley dabei. Okay, und was haben wir hier? Und sahen verwundert in den Himmel auf, dieweil noch immer die Musik erscholl, ich aber schlüpft in einen Brunnen schnell auf öffentlichen Markt, dem Widerschein des Mondes gleich, der sich in den Wellen spiegelt unter grünem Laub. Another snippet from the Shelley poem. Ja, noch ein Auszug aus einem Gedicht von Shelley, einem britischen Dichter, war es ein britischer Dichter? Ich glaube, es war ein britischer Dichter. Aus dem späten 19. Jahrhundert, wenn ich es mir richtig im Kopf habe. Aber ich müsste es jetzt nachschauen, um es genau zu wissen. If the note is from the Dahlia Maniac, he definitely also killed Teresa Terrellson. Mal and I agree. But where does that leave us? If this is the Dahlia Killer, and he is responsible for the Terrellson murder, not to mention the Mueller. Hang on a moment, Skipper. Let me finish, Rusty. We have five birds in hand and none in the bush. The department will not survive a scandal if we have to let them all go without catching a fiend first. Your careers will be over for a start, gentlemen. Looking in wonder. Ah, fuck it. I knew this run was too good to be true. I hid myself within a fountain in the public square. You like that stuff? What is it supposed to mean? It's supposed to. Forget what it's supposed to. What does he want? Where are you going with this, Cole? He's obviously taunting us.
He believes he's far more intelligent than we are. Okay, it's some kind of story, right? A guy that God hates, chains him up. It's an allegory, Rusty. A what? Story with two meanings. A symbolic meaning. But that's what he wants us to think. Could he be using it literally? Within a fountain in a public square? Could it be that easy? Can somebody tell me what the fuck is going on? The fountain in Pershing Square. Come on, we have a clue. Captain, thanks, Ray. Be careful, Phelps. This is his game you're playing now. Oh ja. Cole ist drauf gekommen, dass das hier jetzt das mit dem Auszug den Shelly, den der Typ von Shelly genommen hat. Ein Brunnen sein könnte auf dem Pershing Square. Da werden wir jetzt mal hinfahren. I don't care. I don't go in for letting gangsters off scot-free. Und möglicherweise, wie es Rusty gesagt hat, sind sämtliche der Fälle, die wir fürs Mod-Dezernat bearbeitet haben, haben wir den falschen Täter. Was ein riesiger Skandal wäre, wenn wir das nicht aufklären könnten. All those cases, Rusty. What have I been telling you all along? We gotta get this guy. I know. Enough women have died. Yeah, and it's our asses on the line too, Phelps. You heard what the captain said. The department is not going to take responsibility for all those bad convictions. Success is a double-edged sword. Let's just get this sick pervert and have it done with. Oh ja, jetzt wollen wir uns mal den Kerl schnappen. So. Pershing Square, der Brunnen. Rather you than me, Phil. Voll ist nass gemacht. Ja, danke schön, dass du mich darauf hinweist, Rusty, aber wir haben was. Was haben wir hier? Sozialversicherungsausweis. Elizabeth Short. Betty Short. Black Dahlia. Oh ja, Elizabeth Short. Das ist ein Fall, den es im echten Fall gab. Also den es im echten Leben gab. Das war, ist ein echter Fall, Elizabeth Short. Und er wurde nie aufgeklärt. Bis heute. Er ist wirklich passiert. In den 40er Jahren, ja, Anfang der 40er, ja, das heißt, Anfang der 40er Jahre, müsste 47 gewesen sein eigentlich. Ein Fall, der niemals aufgeklärt wurde und bis heute unter dem Namen Schwarze Dahlia bekannt ist. Und er hat auch hier ins Spiel Einzug gefunden. Ja. Und auch hier wurde der Fall nicht aufgeklärt seit einem halben Jahr in diesem Spiel. Und jetzt haben wir einen Hinweis, Elizabeth Short. Hier liegt der Sozialversicherungsausweis. Das heißt, wir haben es mit dem Täter zu tun, der Mrs. Short umgebracht hat. Und was haben wir hier? Seht, eine Grotte weiß ich, überwachsen von Pflanzen, die mit üppigem Gerank von Blum und Blatt das Tageslicht verhängen und ausgelegt mit Adern von Smaragd. In ihrer Mitte murmelnd springt ein Quell und in hoher Wölbung niedergehangen dort des Bergs war. Die Schnee, Silber und Lehmann verbreiten rings ein trautes Dämmerlicht. Der Text ist leider ein bisschen zu schnell für mich. Müsste ich mal schauen, ob ich gerade... Sorry, dass ich das jetzt mitten im Spiel mache, aber... Ich dachte, man könnte hier irgendwo... Offenbar nicht, weil in der Steuerung geht es nicht rein. Gameplay höchstens. Nope. Kann man leider doch nicht. Ich dachte, man könnte den Text ein bisschen langsamer machen. Nun ja. Schauen wir doch mal kurz rein. Worum ging es jetzt genau?
Grotte, überwachsen von Pflanzen. Ich bin dran. Das Tageslicht verhängen und ausgelegt mit Adern von Smaragd. In ihrer Mitte murmelt springt ein Quell. Von hoher Wölbung niedergehangen dort. Wie Schnee, wie Silber oder Diamanten verbreiten rings ein trautes Dämmerlicht. Kann ich hier noch raus? Oder muss ich da irgendwas weiter schauen? Leute. Ich kann hier gerade nicht raus. Ich kann ja machen, was ich will. Ich komme nicht aus diesem Menü raus. Oder was heißt Menü? Ich komme hier nicht aus dem. Ich komme nicht aus der Option raus. Kann mal schauen, ob ich den Text nochmal durchlaufen lasse. Ah, jetzt da. There is a cave, all overgrown with trailing odorous plants which curtain out the day. Where next? Ja, where next? Das ist jetzt unsere Frage, die wir uns stellen müssen. Short social security card. Jesus Christ. That's not all. There's another stanza from Shelley. Can you work it out? You got a city map? See if you can work out where he's taking us. I don't like this freak leading us around by the nose. So, wir müssen jetzt schauen anhand der Karte, wo sich der nächste Hinweis befindet. Stadtbücherei. Wir müssen dazu mal so ein bisschen schauen. Was haben wir hier? Intoleranz Filmset. Das hat über 3000 Statisten. Paradierten unter 8 riesigen Elefanten, das gibt's noch. Okay, das scheint es nicht zu sein. Wir müssen irgendwas aus dem. Aus der Nachricht wiederfinden. Was haben wir hier? Das Mayfair Hotel wurde 1926 gebaut und seine Architektur und sein Design sind typisch für die stürmischen 20er. Darsetzung, Messingfassung und große Säulen im Foyer. Raymond Chandler wurde kurz. Okay, das scheint es auch nicht zu sein. Die Stadtbücherei. Bertram Grosvenor Gotto bezog sich im Bau seiner hohen, tempelartigen Zentralbücherei auf das alte Ägypten. Das Gebäude ist überdacht von einer Mosaikpyramide. Am höchsten Punkt steht die Skulptur einer Hand mit Fackel. Sie repräsentiert das Licht des Lernens. Scheint es auch nicht zu sein. Bradbury-Gebäude von Louis L. Bradbury in Auftrag gegeben. Ist bemerkenswert wegen seines Innern, ein viktorianischer Hof mit Oberlicht, Korbaufzügen, Marmortreppen und geschmückten Eisengeländern. Mhm. Angels Flight, Drahtseilbahn von Los Angeles, 1901 erbaut. Hielt den Titel kürzeste Eisenbahn der Welt. Okay. Stadtarchiv. Die markanten gotischen Zwillingstürme des Stadtarchivs erheben sich über ein gewölbtes Dachfenster, das etwa 15 Meter spannt. Die Glasarbeiten zeigen eine mit Pflanzen und Wildblumen überwucherte Höhle. Über der Lobby hängt ein Wasserfallkronleuchter. Das müsste sein. Das Stadtarchiv. Anscheinend meint derjenige das Stadtarchiv.
Also auf, Rusty, ab zum Stadtarchiv. Wir spielen zwar jetzt das Spiel des Täters, aber wir werden es mitspielen müssen, wenn wir den Kerl finden wollen, denn er scheint nicht gerade einer der dümmsten zu sein. Immerhin hat er es geschafft, vor unserer Nase 6 Morde zu begehen. Elizabeth Short und die 5 Morde, die wir bearbeitet haben. Ein ungeklärter, ohne Spur auf irgendeinen Täter. Und bei den anderen 5. Killed the Dahlia. Can you believe this? He's leading us. It's his game, Rusty. He may want someone to catch him, but he's extremely dangerous. I doubt if he will give up easily. Suits me down to the fucking ground. You clip this fuck and we get citation. What a day to be a cop. Depends on pushing Parker to be able to shove him aside after this. Are you the end of the shooting? 943 South Broadway at Levi's Liquor Store. Dann machen wir doch gleich mal eine Kehrtwende. Schauen wir mal, wo genau das liegt. Oh, sehr weit weg. Da wir schon fast da sind, würde ich mal sagen, wir lassen Rusty fahren. Aber wir nehmen auf jeden Fall dieses Straßenverbrechen mit. Was wir an Straßenverbrechen kriegen, nehmen wir jetzt mit diesmal. You're behind the wheel. Denn ansonsten ist es ja nur eine Schnitzeljagd, die wir hier zu tätigen haben. Mörderische Räuber. Saw what happened? I warned him about that cannon under the counter. He took a shot at a couple of stick-up men. He missed. They didn't. Where are they now? They ran across the street and into the parking lot. That's where I lost sight of them. We gotta turn ourselves in. Use your head, Wilt. The cops ain't exactly going to be grateful, and there's our records to think about. Shut up. I think I hear something coming. Put your hands where I can see them. Shut up, fools, Phelps. He's in the truck. Okay, den haben wir auch. Sehr gut. Carruthers hat mal wieder jemanden zum Eintüten. Und wir haben noch einen Fall, um den wir uns kümmern müssen, Leute. Und dieser Fall ist verdammt... Ich hab ihn schon mal gespielt, ja. Bei den letzten Fällen, die ich damals gespielt habe, als ich nur angespielt habe. Also circa so weit habe ich schon mal gespielt und ich kann mich an diesen Fall noch sehr gut erinnern. Ja. You drive. I need to go over the case notes. Denn der Typ spielt mit uns eine Schnitzeljagd. Ein wahrscheinlich sechsfacher Mörder, wenn nicht sogar noch mehr Morde auf sein Konto gehen. Aber jetzt sind wir erstmal im Stadtarchiv. Und müssen nun schauen,